Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Revelation Online mit dem Explorer-EP. Da grüße ich da draußen und Misaki-chan. Hey. Und wir sind hier irgendwo im Questgebiet. Ich muss mal eben runter und halt mir den Popo fest und in Well, wat? Das machen wir mal eben hier. Erze abbauen, wer weiß. Oder Kräuterlies. In der letzten Folge haben wir hier eine Quest angenommen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was wir hier machen müssen. Hier haben wir ein Fragezeichen. Der wollte irgendwas von uns, dass wir irgendwas erledigen. Dafür würden wir wohl einen Begleiter kriegen. Sehe ich das richtig? Aber ich war, wie hieß die Quest? Kannst du mir das nochmal sagen hier? Mysterious Mission Giver. Submit the Fulltime Hunter Certificate to the one who gave you the mission about wiping out the animals and receive a reward. Achso, dann hier. Okay. Wo muss ich das denn machen? Ich kann das nicht anklicken. Ist das er? Hier können wir verkaufen. Oh Mann, wieso können wir nirgendwo verkaufen? Mit dem Schwein reden? Können wir auch nicht verkaufen. Guck mal, hier kann man Rosen kaufen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was der Kollege hier von uns will. Was wir machen müssen. Weil der lässt uns auch jetzt... Oder? Mysterious Mission Giver. Submit. Ich kann das nicht anklicken. Also er lässt uns da nicht hinlaufen. Kann er uns das denn auf der Karte zeigen? Ne, das macht er auch nicht. Ich muss mir mal auch die Map mal ein bisschen hier reduzieren. Das heißt, mal alles rausnehmen, was wir nicht brauchen, damit wir nicht alles so vollgeschnüsselt haben hier. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen für die Quest. Lassen wir sie mal offen, dann machen wir die Hauptquest weiter. Haha. Moment, hier kann ich reden. Ist sie das Objekt meiner Begierde? Hallo? Nein, sie redet nicht. F49. Ja. Namika, das ist der heilige Tempel von Biodin. Ein Platz bei der Sea Goodness. Achso, okay. Ja, machen wir mal. Bums. Und wir haben wieder einen neuen Skill gelernt. Was haben wir denn gelernt? Drücke K, Explorer. Das habe ich jetzt schon gelernt. Was haben wir denn gelernt? Gate of Atrophy. Was macht denn das? Gate of Atrophy. Was ist das, Misaki? Kannst du mir das erklären? Kannst du uns das erklären? Also den Skill habe ich eigentlich nur bei Gegnern eingesetzt, weil es in meinen Augen eigentlich nicht groß was bringt bei den Feinden. Also er macht, wenn ich jetzt mal so sage, nichts an Damage. Also Damage macht er überhaupt nichts. Abhalten tut er die Viecher auch nicht, also... Oh, er macht doch bestimmt Schaden, oder? Schaden macht sie überhaupt nichts. Nee, das hatte ich schon mal ausprobiert, gerade wo ich den auch bekommen habe, auf Gegner eingesetzt. Die sind da einfach gemütlich durchgelaufen, ohne Schaden zu kassieren. Also nein, die kriegen einen Debuff, kriegen die. Da steht, die kriegen einen Debuff, wenn die da durchlaufen. So, wir sollen Namika folgen. Also ich, Misaki hat das natürlich alles schon hinter sich hier. Die ist ja schon Level 45. Kriegst du eigentlich jetzt noch XP? Nee, ne? Also von hier dieser Gegend nicht. Ja. So, Namika, was ist los? Okay. Hallo? Jetzt sollen wir mit ihm quatschen. Und jetzt? Was sollen wir machen? Okay. Wir sollen irgendwas aktivieren. Wir aktivieren den Tempel.
hatte irgendwie nicht gezählt. Dann machen wir nochmal. Okay, rosa Suppe. Und nu? Aha, da kommt Elder von der Elder Scrolls. Complete. Komm mal meinen Ball. So. Wir sind im Story Mode und das heißt wieder nichts Gutes. Da ist bestimmt wieder irgendjemand hier niederknüppeln. Okay, dann nicht. Wusste es doch. Müssen wir die jetzt töten? Was passiert hier? Die positionieren sich. Oh, ein Drache! Ein Drache! Was? Was? Drache ist weg. Okay. Sah aber nice aus. So. Und nu? Sind wir wieder aus dem Story-Mode raus? XP ist natürlich. Wir sollen jetzt darunter. Dann usen wir mal unsere Flügelchen. Die müssen ja für irgendwas gut sein. Oh. Ich muss jetzt den Dungeon machen. Ja, sieht fast so aus. Da musst du auf jeden Fall die Viecher alle töten, die da drin sind. Und Story Mode. Ja. Drin? Ich bin drin im Story Mode. Ich komme raus. Hier geht's nicht weiter. Was muss ich denn jetzt hier machen? Was muss ich? Ah, da müssen wir. Okay. Rapt Aura. Okay, Hammer. Es kommt ein Video. Okay, und du? Must defeat Yango. Wo ist Yango? Mit? Wo ist Yango? War das Yango hier? Falmarisol. Das ist nicht Yango. Oder müssen wir die jetzt hier alle killen? Gehen wir mal davon aus, oder? Also ich sehe dich nicht. Wahrscheinlich musst du doch ein bisschen mal allein. Der große Kraken, was? Okay, wir können die Quest wieder abgeben. Was jetzt? Okay, hier passiert nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Warum sie nichts sehen, werden sie gleich sehen. Kommen wir jetzt hier unten durch. Sind wir jetzt schon durch hier? Fertig? Keine Ahnung, wir latschen mal. Müssen wir.
Weiter. Muss man mit dir reden? Water Spirit, okay. Okay. Jetzt? Der Elder of Divine, you can go on the active platform again. Nein, das war das nicht. Das war es auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Da war die Quest. Ja. Ah, da ist noch was zum Looten. Okay. Immer noch nicht fertig. Noch mehr looten. Jetzt haben wir's. Okay, die düst jetzt ab, dann denke ich mal, dann können wir jetzt nach vorne. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Oder auch nicht. Kommen wir da schon durch? Nee. Haben wir was übersehen? Hier ist keiner. Nutzen können wir ja auch nichts. Müssen wir jetzt ganz zurück vielleicht wieder? Wenn hier keine Action mehr ist. Was ist das? Keine Ahnung. Ist jetzt alles zu? Da waren wir ja eben. Must defeat. Also, das ist nicht die Quest hier, ne? Was müssen wir jetzt hier machen? Müssen wir das Wasser stellen? Platsch, platsch, ne. I don't know. Irgendwie geht's hier nicht weiter, Misaki-san. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich auf der Karte angezeigt. Gar nichts. Hier kommen wir nicht durch. Ich weiß nicht. Na gut, wenn ich wüsste, wo du dich befindest und alles. Also ich bin jetzt ganz geradeaus durchgelaufen. Ich habe mit 4 Mädels gesprochen hier. Da musste ich so Wasser-Orbs aufheben und Spirit-Orbs. Und dann sind die Mädels, haben sich dann im Wohlgefallen aufgelöst. Hat sich dann was Neues geöffnet? Nee, das ist halt nicht passiert. Jetzt ist dieser rote Boden noch hier, wo die waren. Ist da vielleicht eine Versteckte, mit der du reden musst? Hier ist nix. Weil da ist auch eine, mit der du reden musst, die ist ziemlich im Eck versteckt. Da ist so bei Korallen, so, ja.
die du töten musst. Korallen? In dem großen Raum oder jetzt hier in den kleinen? Ich weiß nicht, in welchem Raum du dich befindest, aber in einem von der Quests ist da eines so bei den Korallen im Eck stehen, fliegen oder wie auch immer, die du auf jeden Fall angreifen musst. Okay, dann gucken wir nochmal. Dann reden muss. So, hier ist keiner. Da haben wir hier was übersehen. Hier ist auch keiner. Blödes, der zeigt noch nichts auf der Karte an. Ach da, jetzt haben wir, okay. Jo. Sie gibt auf. So, und jetzt steht's wieder da. Okay. Jetzt macht sie uns wahrscheinlich das Portal auf. Okay. Continue. Be careful, okay. Oha. Freunde, man kann über alles reden hier. Was passiert jetzt? Schauen wir mal. Pick up the pearl. Okay. Mit dem Schaman. Complete. Aber irgendwie XP gibt es keine dafür, oder? Ja. So, und was passiert jetzt? Der Drache ist tot. Der Drache lebt. Tot.
Ich glaube, wir haben den Tempel gereinigt. So. Schon wieder eine Geschichte. Was geht denn hier? Was passiert hier? Ein Mini-Drachen. Aha. Misaki-chan, der Leader hat gelieft. Oh! Oh! Da war gerade was und habe mich in so ein Tier verwandelt auf einmal und ich wusste gar nicht, dass es die Gruppe auflöst. Das ist nicht schlimm. So. Okay, sind wir jetzt raus aus dem Story-Mode? Ja. Können wir die Quest jetzt abgeben? Ja. Gibt es dafür XP? Nein. Ah, jetzt schon wieder da rein. Was ist denn los hier? Hört er nochmal auf? Thomas selbst kurz liefen, weil die Gruppe ist bei dem Spiel geschlossen. Dann lade ich dich nochmal ein. Ja, müssen wir gleich machen. Geht in dieser Form. Ich bin jetzt noch im Video hier oder was auch immer. Okay. Bin ich jetzt raus? Jetzt kann ich wieder abgeben. Ich frag mich, wie ich werden kann. Natural Orb. Null XP, ja. Und jetzt? Jetzt sind wir jetzt endlich. Er ist weg. Okay. Na, das war ja mal nicht ergiebig hier. Da kommen wir mal noch. Ah, ich verstehe jetzt, warum man die Form bekommt. Da findet man Sachen, die man so nicht findet. Das heißt? Also. So grünes Zeug, ich weiß jetzt zwar nicht, was das genau ist, muss mal nachgucken, aber das findet man so sonst nicht da drin, wenn man sich in diese Form verwandeln lässt. Also fischartig. Mhm. So, ich glaube, wir sind hier durch. Wir latschen mal wieder zurück zum Anfang. Oh je, praktisch gesehen bin ich jetzt der Feind von denen. Pavel lädt mich in eine Gruppe ein. Was? Wenn du schlagst, dann passiert's nicht. Du bist doch in der Gruppe. Nö. Warte mal, ich gehe gleich raus. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier wieder aus dem Dungeon rauskomme. Okay. Haben wir wieder was übersehen da vorne? Ging das dann noch weiter? Wenn der Schamane weg ist? Nee, ne? Das ist jetzt nur noch so ein grüner Blubber auf dem Boden, aber mehr ist da nicht. Ach so, okay, es geht noch weiter. Okay.
geht's. Müssen wir wieder irgendwas machen? Aber anscheinend nicht hier. Was will sie denn jetzt von uns? Ah, jetzt? Take the blood coral with you. Okay, wo ist denn die? War die jetzt vorne? Das nervt ein bisschen. Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier sind wir gänzlich falsch. Warum läufst du denn da hin? Ja. Wo ist denn die Blutkoralle? Das. Was, kann man da jetzt rein? Ja. Oder? Kann man rein? Ja. Yes. So, die Stante steht hier. Ach, da ist sie. Okay. Gut versteckt. Oh, jetzt gibt's XP gleich. Nicht zu wenig. Seitdem wartet sie auf ihren Liebsten, der nie wieder zurückkam. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, endlich. Wo kriegen wir denn hier? Kokosnussmilch, super. Heile sie. Was denn hier schon wieder Story Mode oder was? Alter, willst du mich veräppeln? Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Oh, Herr. Wir hoffen, es hat dir da draußen gefallen und wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.